Gute Stimmung im Edmund-Plumbeck-Stadion. Eintracht Norderstedt begrüßt im Abendspiel die zweite Mannschaft von Hannover 96. Wie schon gegen den HSV verzichtet Trainer Dirk Heine auf Philipp Koch. Marin Mandic ist neuer Kapitän der Eintracht. Mit ihm bildet Hamayak Boyatgian die Innenverteidigung. Der 20-Jährige will überzeugen und sich einen Stammplatz erkämpfen. Ihnen gegenüber stehen die 96er in den grünen Trikots. Für sie ist es das erste Spiel der Saison und dieses wollen sie natürlich unbedingt positiv gestalten. Es ist also alles angerichtet für eine unterhaltsame Partie. Schiedsrichter Paltschikow gibt sie frei, Eintracht beginnt von rechts nach links in den rot-weißen Trikots. In den ersten Minuten geht bei beiden Mannschaften nicht viel zusammen. Es bedarf eines Standards. Der Ball landet bei Dane Kummerfeld und der probiert's. Norderstedts Nummer 8 mit einer ersten Torannäherung. Aber dann kommen die 96er, die mehr und mehr das Spielgeschehen an sich reißen. Höcker reagiert glänzend gegen Henrik Ernst, aber die Situation ist noch nicht vorbei. Nur wenige Sekunden später, 96 wieder brandgefährlich. Demir mit guter Übersicht und da ist Mbob. 0:1 für die Gäste. Boyatgian verliert da im Rücken seinen Mann aus den Augen. Der sagt Danke und lässt Höcker aus kürzester Distanz keine Chance. Der 19-jährige Malik Bob wurde mit Hannovers U19 Pokalsieger. Nun will er mit der U23 an diese Erfolge anknüpfen. Die Niedersachsen weiter dominant, kombinieren sich durch die gegnerische Hälfte. Rose will klären und hat da das Glück für heute aufgebraucht, dass der Ball nicht im eigenen Netz landet. Nun aber die Eintracht mit einem Eckball. Juri Marxen sucht und findet Boyatgian. 1:1. Fehler wieder gut gemacht. Keiner kann dem Armenier da den Kopfball streitig machen. Keeper Sündermann streckt sich vergeblich. Die Eintracht hat wieder alle Möglichkeiten. Letzte Saison kam Boyatgian auf 15 Einsätze in der Liga. Dieses Mal sollen es mehr werden. Mit diesem Tor hat er seine Chancen bei Trainer Heine sicher nicht verschlechtert. Direkt vor der Halbzeit. Hannover probiert es noch einmal mit einem Angriff über die Flügel. Bei Norderstedt stimmt die Raumdeckung nicht. Und wieder einmal ganz viel Glück für die Hausherren, dass da kein passender Abnehmer bereitstand. Dirk Heine hat zur zweiten Hälfte Philipp Koch ins Rennen geschickt. Und der tut seiner Mannschaft sichtlich gut. Drinkut profitiert von diesem Zuspiel. Aber auch sein Abschluss ist keine große Herausforderung für 96-Keeper Sündermann. Nächste Gelegenheit, Freistoß. Den tritt natürlich Philipp Koch. Der beweist, warum er Standardschütze ist. Boyatgian mit der Vorlage und da ist Jan-Philipp Rose. 2:1, Spiel gedreht. Was für eine Leistungssteigerung in Hälfte 2. Mittlerweile ist das Tor hoch verdient. Und was für ein Einsatz von Rose. Trifft wie im Pokalfinale kurz vor Schluss und bringt seine Norderstedter in Front. Aber eine Chance hat Hannover noch. Wir befinden uns bereits in der Nachspielzeit und die 96er nochmal mit einem Freistoß in bester Position. Tomballa probiert's, aber Höcker kann da ganz gelassen bleiben. Das war's. Norderstedt schlägt dank Leistungssteigerung in Hälfte 2 Hannover 96 mit 2:1 und fährt den ersten Dreier der Saison an.